Ja, ganz allgemein wird das PT2-Verhalten beschrieben von der allgemeinen Übertragungsfunktion, so wie es in der Physik üblich ist, f von p gleich, hier gibt es ein k, beliebiges k, was bei uns ja eben da nicht vorkommt, das 1, 1 plus p mal, und der Ausdruck, das sind natürlich jetzt unsere Anwendungsparameter, die allgemeine PT2 hat hier ein Koeffizienten, der heißt nicht etwa a oder b oder irgendwas, sondern man schreibt es jetzt in einer etwas für Anfänger kuriosen Form, nämlich 2d durch Omega 0 plus, und es kommt hier ein p Quadrat, und entsteht da ein 1 durch Omega 0 Quadrat. Warum macht man das? Weil diese Parameter k, d und Omega 0 eine gute Beschreibung des Verhaltens des p ergeben mit K, das ist K, das ist die sogenannte Gleichspannungsverstärkung. Oder Verstärkung, wenn Sie wollen. Verstärkung, Gleichspannungsverstärkung. Wenn P gleich 0 ist, ist nämlich F gleich K. Wie Sie sehen, fällt das weg, hier bleibt die 1 über. Also wenn P gleich 0 ist, das ist Gleichspannung, keine Frequenz da, Gleichspannung, dann kommt da als Verstärkungsfaktor K raus. D ist die sogenannte relative Dämpfung, eine Dämpfungskonstante, mit der Sie das Schwingverhalten recht gut beschreiben können. Je größer D ist, umso mehr ist das Schwingverhalten gedämpft, also das schwingt er nicht mehr so gut. Je kleiner D ist, umso leichter und besser schwingt dieser Kreis. Mit welcher Frequenz? Mit Omega 0. Das ist die sogenannte Resonanzfrequenz. Resonanz. Frequenz. Ist natürlich eine Kreisfrequenz. Bitte denken Sie dran, eine Kreisfrequenz hängt mit 2π mit der richtigen Frequenz in Hertz zusammen. Das ist hier die Resonanzkreisfrequenz. Ja? Ist ein Omega. Okay, was müssen wir von dieser PT2-Geschichte wissen? Jetzt mache ich hier mal einen Strich, weil das ein Einschub, ein Theorieeinschub wird. Wir müssen zum Beispiel ganz wichtig wissen, wie sieht denn hier, das wollen wir ja gerade wissen, wie sieht die Sprungantwort aus? Denn die Sprungantwort ist das, was uns hier interessieren könnte. Was zur Beurteilung des Regelkreises ist eine Sprungantwort sehr hilfreich, weil ich verstelle hier so schnell es geht den Sollwert und gucke, wie lange braucht jetzt x, um diesem Sollwertsprung zu folgen, und daran sieht ein erfahrener Regelungstechniker, und Sie sehen es auch dann ganz schnell, ob Ihre Regelung gut eingestellt ist oder nicht. Und das ist eigentlich das, was wir ja wissen wollen. Wir wollen ja wissen, wie beurteile ich das Verhalten eines Regelkreises oder wie stelle ich KR und SD vernünftig ein, damit der Kunde, der Anwender zufrieden ist. Das ist ja die Aufgabe des Regelungstechnikers, einen solchen Regler zu wählen, der die Regelung zufriedenstellend ausführt. Gut, also müssen wir die Sprungantwort kennenlernen. Und die sieht schon ein bisschen schwierig aus, Sprungantwort. Wenn Sie nämlich von so einem System zweiten Grades die Sprungantwort ausrechnen, dann müssen Sie ja die Übertragungsfunktion noch mit 1 durch p multiplizieren. Und dann in der Laplace-Tabelle gucken, was dabei rauskommt. Auch da gucken wir jetzt in unseren Skript hinein, denn da steht die Antwort. Ja. Die Übergangsfunktion, das ist ja die Einheitssprungantwort, die können Sie jetzt hier für ein d, was kleiner ist als 1, ist, hier ablesen. Also der Dämpfungswert, wenn der gering ist, wenn das System also schwingt, dann ist das ein Sinus vorhanden, dann ist das ein Sinus mit einer Amplitude, die mit einer E-Funktion abklingt. Das kennen Sie vielleicht, das ist das typische Schwingverhalten. Können wir vielleicht mal in zwei Skizzen machen. Für d kleiner 1 bekommen Sie heraus ein Schwingverhalten. Das sieht so aus, also das h von t in klein. Das ist der Endwert k, dass Sie hier also ein Schwingverhalten hinbekommen. Für d größer 1 schwingt da nichts mehr.
sondern da wir sagen, kriecht was, das sind ja alles Zeitachsen, dann wird der entweder der gleiche sein, klar, aber dann kriegen Sie so einen S-förmigen Verlauf daher. Dann kriecht das so langsam da hoch. So, und jetzt muss man sich überlegen, also mathematisch sind das zwei verschiedene Funktionen. Die eine, ich kann diese beiden Funktionen nicht mit einer Gleichung ausdrücken. Deswegen finden wir in unserem Skript für beide Fälle einen extra mathematischen Ausdruck. Also, wenn d kleiner 1 ist, ist die Sprungantwort ein Sinus mit einer Schwingfrequenz Omega e und einer Amplitude, die sehen hier steht dann e hoch minus t im Zähler, das heißt, der klingt, je größer t wird, wird das immer kleiner. Dieser Schwingterm klingt mit der Zeit ab und Sie bekommen eben eine Sinuskurve, die mit einer Amplitude e funktionsförmig, wo die Amplitude e funktionsförmig abnimmt. So, beim d größer 1 ist es so, dass wir hier eine E-Funktion haben und hier eine E-Funktion haben mit entsprechender Amplitude. Das heißt, beide E-Funktionen klingen mit entsprechenden Zeitkonstante T1 und T2 ab. Und letztendlich werden die beiden Terme 0 und dann landen wir irgendwo bei K. Das ist also quasi die Sprungantwort von zwei PT1-Gliedern. Denn jetzt müssen Sie wissen, ein PT2 bezeichnet man eigentlich nur dann als PT2, wenn das d kleiner 1 ist, wenn das d größer 1 ist oder auch gleich 1 ist, dann muss man oft wissen, dass es einfach besser ist, umwandeln, dass man diesen Ausdruck in 2PT1 konvertiert, siehe Seite. Und wie man das macht, das sehen Sie auch hier im Skript auf der Seite 18 unten. Also für d größer, auch gleich 1, lässt sich das PT2-Glied, das ist die Symbolik hier, in eine Serienschaltung von 2PT1 umrechnen. Die 2PT1 haben wir als Strecke ja schon mal gehabt. Da kann man jetzt die Zeitkonstanten aus dem d und dem Omega 0 mit diesen beiden Gleichungen wieder ermitteln. Das heißt, dann kommt auch bei der Sprungantwort entsprechend, da kommen dann diese neuen Parameter T1 und T2 rein. Das sind Werte, die Sie aus der Umrechnung herausgefunden haben, wenn d größer 1 ist. Die haben nichts mit unseren Streckenzeitkonstanten zu tun. Das sind wieder neue Zeitkonstanten, die Sie auch mit T1 und T2 bezeichnen. Entschuldigung, aber oftmals werden verschiedene Dinge mit dem gleichen Namen bezeichnet. Gibt es im Leben ja schließlich auch. Man muss nur wissen, was ist damit nochmal gemeint. Was müssen wir noch wissen? Genau. Zur Beschreibung einer solchen Einschwingkurve gibt es jetzt die Möglichkeit, relativ gut einen markanten Punkt herauszurechnen. Markanter Punkt. Für den gibt es eine einfache Mathematik. Der Sprungantwort. Und die brauchen wir in der Regelungstechnik ganz oft. Markanter Punkt der Sprungantwort bei d kleiner 1. Das ist, ich zeichne ihn nochmal groß, damit das ganz klar wird, mit dem können Sie sehr gut ein solches Verhalten diskutieren. Nämlich Endwert k, das ist der Punkt des ersten Überschwingens. So. Was auch immer dahin passiert, wenn Sie den Punkt haben, ich mache den mal jetzt wirklich rot, wenn Sie den Punkt haben, wissen Sie eigentlich alles von Ihrem PT2-Verhalten. Ja, dieser Überschwinger, den nenne ich jetzt mal Delta H, den kann man ausdrücken als relativen Überschwinger. Relativer Überschwinger. Und der wird mit dem Buchstaben Ü abgekürzt und der ist nichts anderes als das Stückchen, was drüber guckt, durch das Ganze. So, und
Dieses relative Überschwingen können wir gut gebrauchen, weil es sehr gut kennzeichnet, ob mein Regelkreis, der verhält sich ja wie ein PT2, haben wir jetzt gerade gesehen, ja, ob der Regelkreis gut eingestellt ist. Denn wenn der Überschwinger zu groß ist, wird der Kunde nicht zufrieden sein, weil dann natürlich der Temperaturwert, angenommen, wir haben eine Temperaturregelung, um den Sollwert, das ist hier unser K, herumschwingt. Und das würde keiner so recht akzeptieren, wenn die Schwingung hier zu groß wird. Ja, also das Überschwingen ist ein gutes Maß, ob die Dämpfung gut eingestellt ist. Und TM ist ein gutes Maß für die Geschwindigkeit. Maß für die Geschwindigkeit. An der kann ich schon sehr gut erkennen, wie schnell mein Regelkreis ist. Geschwindigkeit. So, und dafür gibt es eben halt nette Formeln, die besagen Folgendes. Ich kann das Ü aus dem D berechnen und das D aus dem Ü berechnen. Das ist eigentlich wurscht. Ich gebe Ihnen erstmal die Formel für das D. Wenn Sie das Ü gemessen haben, kriegen Sie das D mit folgender Formel raus. Minus ln Ü dividiert durch Wurzel Pi Quadrat minus ln plus ln Quadrat Ü. Das ist die Formel fürs D. Oder aber Sie sehen, das D und das Ü hängen mit keinem anderen Parameter zusammen. Sie können das D in das Ü umrechnen oder das Ü in das D umrechnen. Das Ü ergibt sich als E hoch minus D mal Pi durch Wurzel 1 minus D Quadrat. Das sind Formeln, die kann man mathematisch exakt herleiten aufgrund dieser Sprungantwortfunktion, die ja gegeben ist. Die können Sie Was ist jetzt passiert? Die können Sie aus diesen Gleichungen, mathematischen Gleichungen durch Ableiten mit mathematischen Grundfunktionen relativ schnell herauskriegen. Das überspringen wir natürlich alles. Ich gebe Ihnen die Ergebnisse hier bekannt und sage Ihnen, mit dem Ü haben Sie das D oder mit dem D haben Sie das Ü. Und das TM kriegen Sie raus aus dem Omega 0. Das ist nämlich exakt Pi durch Omega 0 mal Wurzel 1 minus d Quadrat. Und da sehen Sie sofort, wie Sie das andersrum aus hinschreiben können. Omega 0 ist Pi durch Tm Wurzel 1 minus d Quadrat. Also erst das d bestimmen und wenn Sie das d haben, können Sie hier Omega 0 und Tm ineinander umrechnen. Das heißt, wenn Sie das Tm haben, können Sie das Omega 0 bestimmen. Wenn Sie das Omega 0 haben, können Sie das Tm bestimmen. Wenn Sie das Ü haben, können Sie das D bestimmen. Wenn Sie das D haben, können Sie das Ü bestimmen. Das heißt, mit diesem markanten Punkt wissen Sie alles über das PT2-Verhalten und können die Theorie entsprechend gut verwenden vom PT2. Und da gibt es noch mehr Informationen, wie Sie auf der Seite 17 bis 19 sehen können. Hier sehen Sie übrigens auch nochmal das, was ich eben genannt habe, das ist dieses T-Max mit der entsprechenden Gleichung. Und hier kommen die Überschwinggleichungen raus. Also die finden Sie natürlich auch nochmal in Ihrem Skript natürlich hingeschrieben. D nach Ü, Ü umgerechnet in ein D und das ist D umgerechnet in ein Ü. Diese beiden Gleichungen habe ich ja eben quasi hingeschrieben. Und Sie sehen auf der Seite 19, auf der letzten Seite von dem PT2, jetzt als Beispiel eine Kurvenschar, die aufgenommen worden ist von einem Simulationsprogramm, exakte Rechnung, wo Sie jetzt die verschiedenen Sprungantworten eines PT2 dargestellt bekommen. Für die drei Parameter, die sind natürlich nicht alle variiert, sind die beiden K und Omega 0 auf 1 gesetzt. Und nur das D ist jetzt variiert worden von 0 bis 2. Also hier an dieser Kurve steht der Dämpfungswert dran, mit der diese Kurve berechnet ist. Und jetzt können Sie mal gucken, ob das stimmt, was ich bisher gesagt habe. Zum Beispiel, wenn D groß ist, größer als 1 ist, hier, das ist der Fall, dann sehen Sie wirklich, da kriecht dieser Wert ganz langsam an den Endwert heran.
Bei 1 kriegt er immer noch, aber sobald er kleiner als 1 ist, gibt es einen kleinen Überschwinger. Und wenn sie dicht bei 1 sind, ist der Überschwinger ganz klein. Und je dichter, meine Güte, Mann, je dichter sie bei von 1 weggehen, umso ungedämpfter wird die Schwingung. Sie sehen, bei 0,2 haben sie hier schon Überschwinger von 50%. Und bei Dämpfungsfaktor gleich 0, das ist die letzte Kurve hier, da sehen Sie, dass die Schwingung wieder auf 0 zurückgeht und dann wieder auf 2 hochgeht. Die hört dann gar nicht mehr auf. Dann haben Sie ein ungedämpftes System und Ihr, wenn es ein Regelkreis ist, der Regelkreis schwingt dann und das wollen Sie richtig wirklich nicht haben. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Regelungstechnik. Wenn unser Regelkreis sich jetzt so verhält wie ein PT2, dann ist das eine Kurvenschar von unserer Regelgröße nach einem Führungssprung. Ich verstelle den Sollwert sprunghaft von, ich sag mal, 23 Grad auf 25 Grad. Egal. Und jetzt verhält sich Ihre Ist-Temperatur, die Raumtemperatur, so wie eine dieser Kurven. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass wenn Ihre Regelkreisgeschichte eine Dämpfung von 0 hat, wird Ihr Kunde nicht sehr zufrieden sein, nicht? Wir haben hier 23 Grad, hier 25 Grad und jetzt geht er hoch auf 27 Grad, dann wieder auf 23, wieder auf 27. Das ist nicht wirklich das, was Sie haben wollen. Wenn Sie jetzt die Dämpfung zu groß wählen, die ist frei wählbar, die können Sie einstellen. Das ist jetzt eben der entscheidende Punkt. Die Dämpfung können Sie wählen und Sie müssen eine gescheite Dämpfung wählen. Wenn Sie jetzt eine zu große Dämpfung wählen und der stellt seine Temperatur hoch auf 25 Grad, will es also wärmer haben und Sie müssen jetzt stundenlang warten, bis der Temperaturwert steigt, wird der Kunde auch nicht zufrieden sein. Das heißt, der Kunde wird dann zufrieden sein, wenn Sie möglichst schnell, aber ohne großen Überschwinger den Endwert erreichen. Also irgendwo zwischen 1 und vielleicht 0,7, ich weiß nicht, vielleicht auch 0,5 oder irgendwas. Das hängt jetzt davon ab, was in den Spezifikationen, in den Datenblättern steht, was Ihr HKL-Mensch von der Regelung verlangt. Ja, da gibt es ganz klare Richtlinien, wie viel Überschwinger da akzeptabel ist. Und Sie sehen, je mehr Überschwinger Sie haben, umso schneller sind Sie denn auch, haben Sie den Sollwert erreicht. Ne? Also da muss man sagen, kann man jetzt den Dämpfungswert sehr gut benutzen, um den Dämpfung Ihres Regelkreises gut einzustellen. Und jetzt muss man noch was wissen, nämlich, das ist jetzt ja alles mit Omega 0 gleich 1 gekennzeichnet. Was passiert, wenn Omega 0 jetzt entsprechend variiert wird? In dem Moment wird, wenn Omega 0 größer wird, wird das Ganze entsprechend schneller. Das können Sie an dem TM sehen. Das heißt, jetzt gehen wir wieder zurück auf mein Papier. Und schauen mal, was TM hier ist. Das ist die Zeit bis zum ersten Überschwinger. Und wenn Omega 0 nun größer wird, wird TM kleiner. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die gleiche Dämpfung habe wie oben, T, H von T, und mein TM ist jetzt meinetwegen nur halb so groß, Endwert genauso, K, und ich habe jetzt solch ein Regelverhalten, Überschwinger. Den kann man jetzt sagen, am TM und damit am Omega 0 bei gleicher Dämpfung sind die direkt umgekehrt proportional, ist ein Omega 0 proportional 1 durch TM ein Maß für die Geschwindigkeit des Regelkreises. Maß für Regelkreisgeschwindigkeit. Steht da oben hier auch schon. Sehe ich gerade. So, also je größer Omega 0, umso schneller haben Sie Ihren Sollwert erreicht. Das heißt, das Ziel sollte sein, Omega 0 so groß es geht zu machen, damit TM so klein wie möglich zu wählen ist. Und damit haben wir jetzt die Verbindung des PT2 zum Regelkreis zuvor festgestellt. Denn Sie sehen jetzt hier, ich kann die Koeffizienten von meiner Anwendungsfunktion vergleichen mit der PT2-Funktion und damit einen Zusammenhang zwischen meinen Regelparametern und meinen Geschwindigkeits- und Dämpfungswerten herstellen. Und das ist der nächste Schritt, den ich
Ihnen dann im nächsten Video zeigen möchte.